Hallo und herzlich willkommen zum neuen Talk zum Thema Trans. Ist Trans ein Jugendtrend? Heute geht es aber weniger um das Thema Jugendtrend. Heute geht es mehr darum, wie kann es eigentlich so weit kommen? Und ich habe einen ganz speziellen Gast aus Deutschland extra eingeflogen, Dr. Alexander Grau. Dr. Alexander Grau ist einer der bekanntesten Philosophen im deutschsprachigen Raum mittlerweile, schreibt einige Kolumnen und auch ganz, ganz spannende, tolle Bücher. Ich werde die unten verlinken. Ja, und genau um die Frage zu beantworten, wie konnte es so weit kommen? Wie können wir in einer Zeit leben, in der es nicht mehr selbstverständlich ist, dass es zwei biologische Geschlechter gibt? Und das ist ein sehr abrupter Anfang, mit dem ich hier starten möchte. Aber Herr Doktor, erstens schön, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank. Und zweitens, wie konnte es so weit kommen? Zunächst vielen Dank für die Einladung. Ja, wie konnte es so weit kommen? Klar ist ja erstmal ganz grundlegend, Menschen und Gesellschaft machen sich immer sehr unterschiedliche Bilder von ihrer Umwelt. Und wenn wir in die Geschichte der Menschheit schauen, sind wir ja manchmal überrascht, auf was für interessante oder auch kreative Vorstellungen von ihrer Umwelt unterschiedliche Kulturen zu unterschiedlichen Epochen kommen. Und es ist eben eine Illusion zu glauben, dass unsere aufgeklärte Moderne jetzt von kontrafaktischen Annahmen völlig gefeit ist, sondern die Geschichte zeigt eben, dass Ideologien in der Lage sind und sehr wirkungsmächtig und auch noch unsere angeblich ach so aufgeklärte Gesellschaft in der Lage sind, so zu prägen und auch so psychologisch Einfluss zu nehmen auf Menschen, insbesondere auf junge Menschen, dass ihre Weltwahrnehmung durch diese Ideologie geprägt wird. Sie haben von Ideologien gesprochen. Ich glaube, Francis Fukuyama hat gesagt, das ist das Zeitalter der Ideologien, in dem wir leben. Oder um es anders zu fragen, ich lese immer wieder Postmoderne, Moderne, Frankfurter Schule, also eine ganze Menge an Begriffen, die da herumschweben. Vielleicht können wir auch da ein bisschen Ordnung hineinbringen. Also erstens, wie kommen wir von der Religiosität zu einem offenbar sehr ideologisch geprägten Weltbild? Erste Frage. Zweite Frage. Können wir vielleicht ein bisschen Ordnung hineinbringen in dieses Begriffschaos? Also wir sind in der leben offenbar in der Postmoderne. Wodurch definiert sich die und wie kommen wir in diese Postmoderne? Das sind ja erstmal zwei Fragen. Die eine ist ja schon kompliziert und umstritten genug. Zu diesen Epocheneinteilungen, die Sie ansprachen, was ist denn die Moderne? Ja, die Moderne ist natürlich ein wahnsinnig schwammiger Begriff. Was anderes ist die historische Perspektive. Und da spricht man in der Regel von der Französischen Revolution als Anbruch der Moderne. Und ich finde, das ist der interessantere Begriff, weil er anders als jetzt der kunsthistorisch tatsächlich bei einem politischen Ereignis einsetzt und mit dieser Französischen Revolution und den Folgen dann mit Napoleon oder was dann nach Napoleon kommt, sieht die Welt eben tatsächlich anders aus. Sie ist ideologisch eine andere. Sie ist, die Lebenswirklichkeit der Menschen ist eine andere. Da ist wirklich eine ganz, ganz harte Zäsur in ganz, ganz kurzer Zeit gesetzt. Und da kann man wirklich relativ gut von einem Vorher und einem Nachher sprechen. Und um noch bei dieser Begriffsdefinition zu bleiben, moderne, postmoderne, also der postmoderne Mensch. Die Postmoderne, ja, das ist natürlich noch ein noch umstrittenerer Begriff, weil es ja voraussetzt, dass jemand weiß, wann die Moderne endet und wir quasi von außen drauf schauen könnten, aber wir sind nun Zeitgenossen und stecken mittendrin und können nicht von außen drauf schauen. Also ein großes Problem. Der Begriff kam so in den 70er, 80er Jahren auf, in ganz unterschiedlichen Kontexten übrigens. Ja. Also man sprach von postmoderner Philosophie, man sprach von postmoderner Architektur. Das war dann also Architektur, die anders als die klassische Moderne nicht mehr in geraden Linien und klaren Formen und rechten Winkeln arbeitete, sondern eben diese Formen auflöste. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Bild für den Laien. Ja? Also es geht um diese Auflösung traditioneller Formen, sowohl im Denken als auch dann in der Ästhetik, in der Kunst, in der Literatur. Und in der Philosophie hieß das dann eben Hinterfragung dieses klassischen modernen Weltbildes, das eigentlich auch sehr stark von den Naturwissenschaften geprägt war, von einem sehr rationalen Zugang der Welt, von der festen Überzeugung. Also wir können auch gerade mit naturwissenschaftlichen Methoden sozusagen die Wahrheit über die Welt wissen. Und im Grunde gibt es
sozusagen nur eine Wahrheitserzählung. Und die müssen wir sozusagen nur aufdecken und finden. Also da draußen ist eine Wahrheit und wir müssen sie entdecken. So wie Ostereier, die wir halt finden. Und dann haben wir sie gefunden, dann haben wir die Wahrheit. Und postmoderne Denker haben genau dieses Bild quasi in Frage gestellt und gesagt, nein, nein, Wahrheit ist sozusagen, was wir schaffen. Ja, wir schaffen permanent Wahrheiten. Und wir konstruieren die. Ja, und unsere Gesellschaft schafft eben laufend neue Wahrheiten. Sie hat ja laufend neue Überzeugungen. Ja, die werden nicht gefunden, Wahrheiten werden gemacht. Ja, und das hat man teilweise ganz unterschiedlich begründet, vor dem Unterschied, ganz unterschiedlichen theoretischen Ansätzen. Das soll jetzt hier keine Rolle spielen, aber das ist so in etwa die Richtung. Gut, aber wenn ich Wahrheiten konstruiere, muss ich davor etwas dekonstruiert haben, oder? Mhm. Also diese Dekonstruktion von bestehenden, zum Beispiel Familienrollen, von bestehenden Hierarchien, das hat ja auch irgendwann stattgefunden, oder? Das muss ja auch irgendein Denksprung gewesen sein, zu sagen, ich gebe mich nicht mehr damit zufrieden, mit der Welt, in der ich lebe, sondern ich beginne das jetzt zu hinterfragen, ja, ob das tatsächlich so ist, und dekonstruiere es. Und ja, wenn ich das bisher Bestehende dekonstruiert habe, dann kann ich etwas Neues konstruieren. Ist das so richtig? Das ist in etwa so richtig. Also da wird dann einfach weiter gedacht. Wenn also Wahrheit nicht einfach gefunden, also nicht irgendwo da draußen versteckt ist und Wissenschaftler finden sie dann, nachdem sie gesucht haben, ja, das Osterei-Bild, sondern Wahrheit geschaffen wird, dann kann ich sie natürlich auch beliebig manipulieren im Grunde. Ja? Und dann gibt es eben diese eine Wahrheit nicht. Und dann sind eben gewisse Vorstellungen, beispielsweise von sozialen Rollen oder von Familie, auch das sowieso, da haben wir es jetzt auch noch mit sozialen Tatsachen zu tun, die sind ja ohnehin schon etwas flexibler, wenn wir das gesamte Breite menschlicher Kulturen schauen. Dann kann man die natürlich hinterfragen und dann ist es ja aus dieser Perspektive naheliegend zu sagen, das eine wahre Bild von Familie gibt es gar nicht, das ist eben eine soziale Konstruktion und wir können sie natürlich durch andere ersetzen, ja, die genauso wertvoll sind oder sogar noch wertvoller, weil wir eben dann noch herausgefunden haben, dass unser bisheriges Bild beispielsweise von Familien aus Machtdiskursen hervorgegangen sind, in dem eben Männer eine gewisse Rolle spielen. Und eigentlich geht es ja nur darum, dass eigentlich sozusagen eine patriarchale Institution ist zur Unterdrückung von Frauen oder anderen Geschlechtern. Und jetzt müssen wir uns sozusagen aus moralischen Gründen von diesen traditionellen Vorstellung befreien. Gut, über diesen moralischen Aspekt können wir später noch ein bisschen sprechen, aber es ist doch durchaus ein Unterschied, ob ich das Konstrukt Familie dekonstruiere oder ob ich sage, die Biologie, nämlich die XX- und XY-Chromosome, sind nicht wahr. Das sind doch schon zwei unterschiedliche Kategorien, oder? Auf jeden Fall, ich hatte das eben kurz angesprochen. Natürlich, also Familien sind soziale Konstruktionen, auch nicht beliebig, aber die Sozial- und Kulturgeschichte der Gesamtmenschheit zeigt uns eben, dass es in der Geschichte der Menschheit oder auch in den unterschiedlichen Kulturen ganz, nicht völlig unterschiedlich, aber doch ein gewisses Spektrum gibt in dem Rahmen, in dem sich das einfach bewegt. Das Interessante an der jüngsten Entwicklung ist, dass jetzt nicht nur soziale Konstruktionen hinterfragt werden, die man hinterfragen kann, weil sie Konstruktionen sind, sondern auch naturwissenschaftliche Tatsachen, das Geschlecht beispielsweise. Also damit wird tatsächlich eine neue Ebene des Diskurses nochmal bestritten, weil jetzt ja im Grunde behauptet wird, nein, nein, auch diese biologischen Tatsachen sind keine biologischen Tatsachen oder zumindest, da gibt es ja unterschiedliche Varianten, dieser biologische Diskurs ist für die Frage eigentlich nicht relevant. Ja. Wie gesagt, gibt es unterschiedliche Ansätze dazu. Die einen, die Biologie ganz leugnen, die anderen, die sagen, ja, ja, nein, die Biologie, das stimmt zwar schon, aber es ist nicht wichtig. Genau. Weil es um das gefühlte Geschlecht geht in Wahrheit. Genau, ja. Und was wir hier sehr philosophisch besprechen, hat ja einen Niederschlag in der Realität. Mhm. Das sehen wir an Zahlen eigentlich weltweit, dass immer mehr Jugendlichen, der Anstieg ist mehrere 1000%, immer mehr Jugendlichen Hormone gegeben werden, Pubertätsblocker gegeben werden, eben weil sie der Meinung sind, sie wären im falschen Geschlecht oder weil sie sogar
ich würde sagen, beeinflusst werden, dass sie das glauben können. Die neue Qualität ist ja nun, dass die Biologie überschritten wird. Also dass eigentlich Fakten geleugnet werden und Menschen und auch wie mit ihnen umgegangen wird. Denn noch vor kurzem hätten wir natürlich jemanden, der behauptet, er sei Napoleon, ja, um jetzt mal ein blödes Beispiel zu nehmen, den hätten wir eben irgendwie in psychologische Behandlung geschickt, weil wir sagen, na gut, er ist eben nicht Napoleon. Ja, und jetzt müssen wir menschenfreundlich mit ihm umgehen. Und jetzt treten also plötzlich Menschen, gerade junge Menschen auf, die meinen, also sie würden einem anderen Geschlecht angehören. Ich will das jetzt gar nicht pathologisieren, aber das wird jetzt in einer Weise ernst genommen und dann auch noch bei jungen Menschen, von denen wir ja wissen, dass sie auch biologisch nochmal in einer ganz anderen Weise auf der Identitätssuche sind. Und wir auch alle aus unserer Biografie wissen, das hat sich dann auch nach ein paar Jahren wieder erledigt, ja, und man rüttelt sich irgendwie zurecht, dass hier dann tatsächlich die Sache natürlich dramatische Folgen haben kann, anders als die traditionellen Identitätsfindungen, die Jugendliche schon immer hatten. Wenn man eben vor 30 Jahren mal ein paar Jahre Punker war, ja gut, ja, und dann war man es eben nicht mehr. Aber hier droht ja ganz fundamental dann in die Biologie und in die Körper eines Menschen eingegriffen zu werden. Und das ist ja ein bisschen was anderes, als eine Lederjacke zu tragen und sich die Haare bunt zu färben. Also tatsächlich ein Eingriff in die Realität. Und genau. Das ist ja eigentlich einer der Kernpunkte der Auseinandersetzung. Gibt es nicht die, sondern gibt es eine Realität oder gibt es die nicht? Also das scheint für mich eine der Streitfragen im Kern zu sein. Mhm. Auch eng verbunden mit der Aussage, mit der ich als Germanistin aufgewachsen bin, nämlich Sprache schafft Realität. Das naive Bild ist, Sprache bildet Realität ab. Und das ist ja auch etwas ihrer Aufgabe, eine ihrer Aufgaben. Aber sie kann natürlich, gerade auch aus literaturwissenschaftlicher Sicht, weiß, sollte man das wissen, natürlich auch Realitäten schaffen, ja, durch Erzählungen, durch, in denen Menschen sich bewegen. Und das sind sehr, sehr mächtige Bilder. Und das ist eben nicht nur in der Kunst so, wo man das zu Unterhaltungszwecken, zur inneren Erbauung, Sinnstiftung oder so macht, sondern es kann als politische Erzählung natürlich nochmal eine ganz andere Qualität haben und dann auch sehr, sehr wirkungsmächtig werden, wie wir ja aus der Ideologiegeschichte des 20. Jahrhunderts wissen. Also solche Erzählungen, solche weltmachenden Erzählungen können auch tatsächlich die Realität verändern. Ja, das, also diese Behauptungen können, wenn nur genug Menschen an sie glauben, dann auch wirklich die Realität verändern. Und das ist ja auch das Gefährliche an ihnen, dass sie eine enorm zerstörerische Wirkung entfalten können, gerade wenn sie im Grunde mit der Realität kollidieren und diesen Widerspruch, der dadurch entsteht, versuchen sozusagen mit Gewalt zu überwinden. Gut, aber wenn Sie sagen, mit der Realität kollidieren, dann muss es ja eine Realität geben, mit der Sie kollidieren können. Ja. Und es gibt natürlich Sprechakte, die Realität schaffen. Also wenn der Priester erklärt, ich erkläre euch zu Mann und Frau, dann hat er damit Realität geschaffen. Die Selbsterklärung, ich erkläre mich hiermit zum Mann, wie das ja ein bisschen in Deutschland jetzt mit dem Self-ID besprochen wird, ist das dieselbe Natur von ich schaffe Realität durch Sprache? Also die Idee dahinter ist das ohne jeden Zweifel. Die Frage ist nur, funktioniert das genauso? Ja? Und da würde ich sagen, ist der Bezug ja ein anderer. Also wenn der Priester oder der Standesbeamte jemanden zu Mann und Frau erklärt, also einen Sprechakt damit Realität schafft, dann bezieht er sich ja auf eine soziale Verabredung. Die auch nur deshalb, wenn er das jetzt machen würde und alle drumherum würden es nicht akzeptieren, hätte sich die Sache erledigt. Da könnte das so lange machen, wie er wollte. Da würden alle nur gucken und sagen, was macht denn der jetzt gerade? Ja? Also er bezieht sich auf eine soziale Verabredung und wir alle akzeptieren das. Wenn ein Standesbeamter oder ein Priester das sagt, dann ist das auch so. Dann sind die Mann und Frau. Und die Kraft des Sprechaktes liegt ja eigentlich sozusagen in der sozialen Verabredung, nicht in diesem Sprechakt selbst.
Etwas anderes ist es natürlich bei dieser Behauptung, ich bin der oder jene. Also, und die wollen ja auch gar nicht sozusagen auf eine soziale Verabredung hin, sondern das ist ja eine sehr persönliche, sehr individuelle Sache. Sie wollen eigentlich nur noch einfach nur, dass jeder zustimmt und alles anerkennt. Ja? Ohne soziale Verabredung, sondern nur noch sagt, ja gut, also wenn du meinst, das ist so, dann ist das so. Und das ist eigentlich eine ganz andere Form. Ja, das ist, man durchbricht damit ja eigentlich auch soziale Regeln, ja, und soziale Verabredungen. Es ist eigentlich nur ein sehr egomaner Trip, dass ich sozusagen an die Gesellschaft rantrete und sage, ich habe mir jetzt gerade was überlegt und jetzt bitte akzeptiere das. Und wenn du es nicht tust, dann bist du schon so ein halber Nazi sozusagen, ja? Weil du dann sozusagen mein Recht auf Selbstverwirklichung, was ein Menschenrecht ist, nicht anerkennst. Ja? Und das ist sozusagen ja das Infame daran, also dass gerade diese soziale Funktion eigentlich ausgeklammert wird und es ist eigentlich etwas einfach ausgedrückt, so ein Ego-Trip, der sich da artikuliert. Womit wir genau bei der Moral wären, die wir vorhin ein bisschen ausgespart haben. Es ist ja nicht so, dass es auf einer Gegenseitigkeit beruht, ich persönlich entscheide mich, das anzuerkennen oder auch nicht. Das ist meine freie Wahl des, als Gegenüber. Sondern es geht ja schon so weit, dass man sozial geächtet bis Überlegungen, dass man bestraft werden soll, wenn man die Selbsterklärung eines Individuums, das andere Geschlecht jetzt zu haben oder jemand anderer zu sein, nicht akzeptiert. Mhm. Wie konnte es denn so weit kommen, dass unser Begriff von Moralität so weit verändert wird? Da gibt es vermutlich verschiedene Ursachen für. Eine ganz, ganz wichtige scheint mir zu sein, dass wir aus gutem Grund, das ist ja auch erstmal gar nicht falsch, bei uns individuelle Freiheit, Selbstverwirklichung, Emanzipation eine große Rolle spielt. Ist ja auch gut so, ist ja auch richtig so. Dass ab einem gewissen Punkt aber das nicht sozusagen einfach als Grundrecht auf ein Leben frei von Zwang oder Fremdbestimmung verstanden wurde, sondern zugleich sozusagen als Anspruchsrecht gegenüber der Gesellschaft. Also die Gesellschaft hat mir dabei zu helfen, mich selbst zu verwirklichen. Ja? Und damit kommt ein ganz neuer Ton in die Sache rein. Ja, also das ist nicht nur sozusagen diese sogenannte negative Freiheit, in Anführungszeichen, einfach frei von Zwängen leben zu können und das Beste aus diesem Leben zu machen, sondern diese sogenannte positive Freiheit, obwohl ich diese Begrifflichkeit fürchterlich falsch finde, aber sozusagen das Recht auf etwas Konkretes hin. Und dadurch artikulieren sich plötzlich Ansprüche gegenüber der Gesellschaft und damit wird es moralisch. Ja, dann habe ich plötzlich Rechte, die ich einklagen kann und nicht nur irgendwelche passiven Abwehrrechte, sondern aktiv. Ja, und also mir steht es zu, von der Gemeinschaft etwas zu bekommen. Und damit moralisiere ich eigentlich die gesamte Debatte. Und das kann noch in einem vielleicht etwas harmloseren Sinne passieren, aber dann auch ab einer gewissen kulturellen Entwicklung oder wenn gewisse Moden auch vielleicht einfach oder ideologische Moden aufkommen, in dem eben besprochenen Sinne, wo es dann sehr, sehr schnell unangenehm werden kann. Also das scheint mir einer der wichtigen Punkte zu sein. Ja, diese soziale Kontrollfunktion oder soziale Selbstkontrolle in Wahrheit auch schon, also das bemerken wir doch auch immer wieder, dass Menschen sagen, sie trauen sich ja gar nicht mehr etwas zu sagen, weil sie wissen, sie werden dann gecancelt oder werden selber diskriminiert und deswegen einfach schweigen. Ja. Ja gut, in einer Demokratie ist es natürlich immer wichtig, auch die eigenen Positionen ins Spiel zu bringen. Das sind vielleicht auch zwei unterschiedliche Ebenen. Politisch gesprochen ist es natürlich wichtig, den eigenen Standpunkt klar zu machen und gerade wenn es auch noch gekoppelt ist an ganz, ganz grundlegende Fragen, die jetzt mit Thema wie Gender und Transgender erstmal gar nichts zu tun haben. Wir haben eben von Meinungsfreiheit gesprochen, Gedankenfreiheit, Artikulationsfreiheit und so weiter. Und damit ist das ja häufig verknüpft. Und da ist es natürlich sehr, sehr wichtig in einer Demokratie, dass man sich in jeder Sekunde quasi dafür einsetzt und auf allen Ebenen. Eine andere Frage ist, wie haben wir sozusagen diese ganzen Entwicklung einzuordnen. Und da spricht schon viel dafür,
dass wir es, dass das ein Ausdruck von gesellschaftlichen Umformungsprozessen ist, nicht einfach so ein singuläres Ereignis oder singuläres Thema, sondern dass wir das einzuordnen haben, sozusagen in so ein ganzes Spektrum an Entwicklungen von der eben schon besprochenen Moderne, insbesondere nochmal verschärft durch die sozialen Veränderungen, also ab den späten 60er Jahren. Und da ist tatsächlich die Frage, ob man diese Großentwicklung der westlichen Kultur tatsächlich, sagen, mit politischen Mitteln steuern kann. Ja? Oder ob wir es hier, denn hier spielt so viel rein, hier spielen Moden herein, hier spielen die Interessen von Konzernen herein, das Marketing. Man hat ja dann auch, überlegen Sie gerade die Rolle der Wirtschaft beispielsweise dabei, wie sich heute die Wirtschaft darstellt, die das ja auch bedient. Ja, also wo Modernität, Hipness, Fortschrittlichkeit, Diversität, also es wird ja alles in Marketingkonzepte ineinander gemengt. Und sich dagegen zu stemmen, ist zumindest sehr, sehr anspruchsvoll, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und ich frage mich, ob das sozusagen mit normalen politischen Mitteln möglich ist oder ob wir es nicht einfach hier mit Kulturentwicklungen zu tun haben, die sozusagen größer sind als wir. Ja, und vor diesem Hintergrund würde ich dann sagen, ohne jetzt einem schnöden egoistischen Individualismus dafür plädieren zu wollen, dass es dann doch immer beim Einzelnen erstmal anfängt. Ja? Wie stehe ich als Einzelner da und wie verhalte ich mich als Einzelner dazu? Und wenn das genug machen, dann summiert sich das vielleicht in der Summe auch zu einem gesellschaftlichen Widerstandspotenzial. Aber wichtig ist es gerade vielleicht auch in diesen sehr, sehr ideologisierten Zeiten und in diesen wahnsinnig auch emotionalisierten Zeiten, sich vielleicht mal als Einzelner zurückzunehmen. Und das empfinde ich eigentlich auch schon als eine schöne Form des Protestes. Als Einzelperson, als Politikerin muss ich selbstverständlich eine andere Position einnehmen. Das ist vollkommen das ist klar. Ganz klar, und das ist auch völlig klar, dass wir diese großen gesellschaftlichen Entwicklungen als kleine Landespolitiker nicht ändern können. Ja, das brauchen wir überhaupt nicht zu diskutieren. Aber wenn Geld, Fördergeld in Vereine gesteckt wird, wo dann in die Realität eingegriffen wird, insofern, dass junge Menschen zu Hormontherapien, geschlechtsumwandelnden Operationen getrieben oder überredet werden. Ermuntert werden geradezu, ja. Genau. Das macht tatsächlich einen Unterschied. Und ich denke, das ist der Punkt, wo man als Politiker eingreifen müsste. Vollkommen klar. Da sind wir natürlich auch auf dem traditionellen Gebiet der Gesetzgebung einfach. Ja? Also was sollen Kinder, oder erstmal generell, also was können Menschen für Medikamente bekommen, was sollen sie für Medikamente bekommen, welche nicht. Also hier sind wir ja bei gesetzlichen Bestimmungen. Aber Sie hatten auch gerade was gesagt, Pinkwashing. Also so einfach darf man die Wirtschaft daraus nicht entlassen. Ja, das ist eben nicht nur ein reiner Spaß. Und da haben wir natürlich sehr, sehr mächtige Player, die diese Ideologie mit befördern. Und wo plötzlich Wirtschaftsunternehmen als politische Akteure auftreten im gewissen Sinne. Ja. Und auch das ist in einer Demokratie ein großes Problem. Ja, früher haben die eben Reklame gemacht damit, dass die Waschmaschine so schön wusch und das fertig aus. Das war sozusagen eine Botschaft innerhalb des Rahmens. Plötzlich wird ein ganzes Marketingkonzept rausgemacht mit im Grunde gesellschaftspolitischen Botschaften. Und ich glaube, das sollten gerade Politiker die Wirtschaft nicht so einfach raus entlassen. Also weshalb positionieren sich plötzlich Wirtschaftsunternehmen als politische Akteure mit politischen Botschaften? Ja? Und es sind sehr mächtige Spieler, die eben nicht demokratisch gewählt sind, aber über ihre Marketingabteilungen Millionen Menschen erreichen. Also eine Durchpolitisierung der gesamten Welt. Ja? Genau. Nicht nur das Private ist politisch, sondern auch das Ökonomische. Das Ökonomische auf jeden Fall, natürlich. Ja, sehr spannend. Und damit sind wir leider, ich muss sagen, leider schon am Ende dieses Gesprächs angelangt. Ich danke, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen, wie es mir Freude bereitet hat, dieses Gespräch zu führen. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich freue mich, wenn ihr diesen Weg der Erkenntnis zum Thema Transgender
mit mir gemeinsam geht. Also bleibt dran, es werden noch viele spannende Videos folgen.